Mann, warum denn nicht gleich so, der Tipps da vorne? Du bist so dämlich, wirklich. Ich bin so dämlich. Herzlich willkommen zurück zur ersten Folge von Crazy Machines 3. So. Ich weiß nicht, ob das hier ein Let's Test oder Let's Play oder so eine Mischung aus allen beiden wird. Auf jeden Fall spielen wir es ein bisschen. Ich habe hier Anfänger hab ich schon mal durchgespielt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mit leicht an. Und ja, nur kurz zur Erklärung, was das eigentlich ist und wie es funktioniert. Wir haben sozusagen hier. Auf was würde ich alles geben? Schlaflied meiner Kindheit mal wieder zu hören. Das bringt das Spiel wieder in Gang. Wir müssen versuchen, dieses Spiel auch wieder in Gang zu gehen. Also passiert zum Beispiel jetzt nichts. Aber wahrscheinlich diesen Ball hier brauchen, der dann hier runterfällt. Richtig. Jetzt müssen wir versuchen, das Ganze hier ein bisschen am Laufen zu halten. Das heißt also. Guck mal, da drüber können wir zum Beispiel nicht bauen. Das heißt, wir müssen das wahrscheinlich so und so machen und so und so. Probieren wir es mal. Geht irgendwie nicht. Irgendwie kann ich das da nicht ransetzen. Ich hätte gedacht, ich kann das irgendwie richtig reinsetzen, aber funktioniert halt nicht. So geht's. So rastet das richtig ein. So auch. So geht's bestimmt nicht. Nee, ist so Überschneidung. Guck mal, ob das funktioniert. Ja. Vielleicht brauchen wir jetzt das hier. Nee, es funktioniert nicht. Das wird aber gehen. Das auch. Aber das geht auch nicht. Also ich denke mal, das hier ist. Muss es sein. Irgendwie hier die Verbindung ist noch ein bisschen. Noch nicht so perfekt. Vielleicht kann ich das hier auch ansetzen. So! Es geht! Das war ja total einfach. Fand ich zumindest. Okay, dann nächste Maschine sozusagen. Das muss wohl ein ganz besonderes Tröpfchen mit der kleinen Fass sein. Schnell, lade es auf den Truck. Was? Welches? Ach, das Fass da wahrscheinlich. Okay. Elektrischer Motor. Und das Fass müssen wir da drauf laden. Ah, guck mal. Genau. Aber was bringt uns das? Was bringt uns das? Das dreht sich die ganze Zeit. Warum sollte sich das die ganze Zeit drehen? Welchen Vorteil bringt uns das? Ah, ich weiß. Damit können wir wahrscheinlich das hier rüberschieben. So, ja. Da ist etwas holprig.
Das ist ja beides in die falsche Richtung drehen. Dreht sich ja in die falsche Richtung. Das dreht sich ja immer in die falsche Richtung. Oder? Wenn sich das immer so umdreht. Na klar, dann müssen wir es so machen. Dann dreht sich das zumindest wieder in die richtige Richtung. So. Nee, will er nicht. Muss doch funktionieren. Okay, das würde gehen. Jetzt müssen wir nur noch, dass es Ding von da oben runter kriegen. Okay, schneller. Nehmen wir es so nochmal. Schade. Mehr Kraft. Nee, das wird auch nichts. Vielleicht legen wir das einfach hier vorne hin und reiben den so direkt an. Ah, nee, ich brauche wieder ihn zum Übersetzen. Ne? Oh, nee. Das ist nervig. Ich dachte, ich wäre. Also, die bei Anfänger waren richtig leicht. Die habe ich gut hingekriegt, muss ich ehrlich sagen. Gibt's doch ne. Perfekt. Kann das Ding da oben einfach später ausgehen? Ich dachte gerade, der Abstand ist einfach viel zu nah, aber so fällt man es einfach bloß runter. Das muss schon hier ganz vorne sein. Das wird sonst nichts anderes. Gibt's doch gar nicht, sag mal. Bin ich denn wirklich so dämlich oder was? Dass ich nicht kapiere, wie das, am besten baut. Ich hätte so. Aber das ist doch schon der richtige Trick, oder? Vielleicht ist das ja der Trick. Vielleicht ist das ja der Trick. Ah, das ist es. Das ist es.
So wird's gemacht. Jetzt tun wir nur den anderen mit der Achse hinten ran. Damit kommt er schnell los, so dann der Tritt schnell runter. Mann, so einfach. So einfach. Jetzt so. Perfekt. Mann, warum denn nicht gleich so? Das gibt's doch gar nicht. Bist du dämlich, wirklich. Ich bin so dämlich. So, Schmieden ist eine gefährliche und anstrengende Arbeit. Da ist es gut, eine helfende Maschine zu haben. Lass den Hammer mehrmals auf den Metallblock schlagen. Okay. Den Hammer mehrmals auf den Metallblock schlagen. Die Drehrichtung brauchen wir. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall das so. Macht doch nichts. Welchen geht man denn am besten ran? Nee, warum ist denn hier keine Verbindung? Das geht so, ne? Das geht. Das würde vielleicht auch gehen. Das auch. Okay. Geht doch. Einmal frei. Das hätte ich nie was anderes gemacht. So, du bringst besser schnell mal das glänzende, wertvolle kleine Zahnrad in den Wagen. Deine Fragen, ich brauche es etwas ganz Spezielles. So, das kleine glänzende Zahnrad. Okay, das kleine glänzende Zahnrad. Oh, Zahnräder, so scheiße ist das. Ich check grad gar nicht, wie man das am besten machen mit den Zahnrädern. Wir brauchen auf jeden Fall. Erstmal die Übertragung von da unten nach hier oben. Die Frage ist ja, wer dreht in welche Richtung? Was soll das denn eigentlich sein hier? Okay, das so rum. Das ist schon mal ein Anfang. Das dreht so rum. Das so rum. Jetzt müssen wir nämlich richtig rum ankommen sozusagen. So, so. So. Jetzt würde ich wieder so rumdrehen.
das so rum. Probieren wir das, aber das ist bestimmt eh Zahn noch zu wenig. 100 pro. Nee, nee, es passt. Ist anstrengend, aber es geht. Und weg ist unser Zeug. So, probieren wir das nächste. Ja, achso, was wollen wir machen? Bringen das letzte Fass zu den Baum. Das da. Nehmt ihr ein Seil aus dem Baut hervor und klicke auf den orangen Punkt. Ah, okay. Also, das da oben müssen wir antreiben. Das heißt, hier muss jetzt irgendwas ranfliegen. Ich würde ja das hier benutzen wollen, erstmal. Ne. Das geht, ne? Okay. Was brauche ich denn überhaupt, das, wenn das gleich so geht? Toll, klasse. So, ein Kollege will mich testen und natürlich weiß ich schon längst, wie ich es schaffe, das habe ihn noch in die Luft abheben. Ich will noch sehen, ob du genau so clever bist wie ich. Was, erst oder no? Was? Harvey muss da rein und dann der Nüff, oder was? Ich bin nicht so schlau, glaube ich. Okay, der Ballon da oben fliegt weg. Puh, was? Verstehe ich jetzt nicht, wie soll ich denn das machen? Okay. Ich mache es so nochmal. So. Was soll ich die Seile benutzen? Ah. Okay. Aber das wär's schon, ne? Wollen wir gleich gucken. Nee, 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 das muss dann noch. Das kommt hier hin. Probieren wir es mal so. Ich denke, das könnte gehen. Irgendwie. Vielleicht ohne das Ding. Vielleicht.
Wie zum Teufel soll ich das auslösen? Irgendwas mit der Kugel da. Du musst irgendwie darüber rollen, denke ich. Oder? Ich brauche irgendwas, was da öffnet. Vielleicht eher so hier. Ich denke, das war jetzt doch die richtige Lösung. Okay, und ich würde sagen, das war's erstmal. Obwohl, ach komm, das letzte machen wir noch. Das letzte machen wir noch, diese Folge. Das ist ein bisschen länger. Für die erste Folge. So, achso, was machen wir? Bringe den Basketball in den Eimer. Den Basketball in den Eimer. Da brauche ich Luftballon. Kippt nach da ab. Okay. Ja, probieren wir das mal. Das ist ja fast. Scheiße, reicht, ne? Irgendeinen Trick hab ich noch übersehen. Irgendwas hab ich übersehen. Was könnte ich denn jetzt schon wieder übersehen haben? Was total logisch ist. Ich muss doch bloß irgendwie hier reinkommen. Oh, das geht nicht. Also auf jeden Fall so. Mal gucken, was da oben passiert, wenn ich das einfach anmache. Hat funktioniert. Geil. Alles klar, das haben wir das erste Kapitel geschafft. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mehr sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.